Hallo und schön, dass du mit mir Mathe machen möchtest bei den Lernsnacks. Ich habe eine Aufgabe aus der zentralen Klausur für die EF, also am Ende der EF, aus dem Jahr 2021 rausgesucht. Und zwar geht es um den Analysisteil. Wir haben gegeben eine Funktion f von x gleich 41. x hoch 4 plus 61. x hoch 3 minus 19. x Quadrat plus 11 Achtel. X Element r. Habe ich hier einmal aufgezeichnet, beziehungsweise hat mein GTR gemacht. Das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt, den ihr da gegeben habt. Und dann war noch weitergegeben ein Punkt P mit den Koordinaten 3 und minus 17 Viertel sowie ein Punkt Q, den wir gleich noch brauchen. In Aufgabenteil A, Teilaufgabe 1, solltet ihr die Funktionsgleichung von T an F durch P ermitteln. Also sprich, diese Funktion hier. Da es sich um eine Gerade handelt, wissen wir, wir haben eine lineare Funktion. Lineare Funktionen haben die Gleichung y gleich m mal x plus b. Hast du in der Mittelstufe mal gelernt. Und jetzt hatten wir ja unsere Funktion f von x. Und die habe ich jetzt schon mal abgeleitet. 1 Zehntel x hoch 3 plus 21. x Quadrat minus 9 Fünftel x. Ihr wisst, die erste Ableitung zeigt die Steigung des Graphen an einer jeweiligen Stelle an. So, und dann hatten wir noch gegeben den Punkt 3 minus 17 Viertel. Und gesucht waren M und B, also die Steigung und der Y-Achsenabschnitt. Y-Achsenabschnitt könnt ihr hier ungefähr absehen. Das müsste irgendwas mit 2,5 sein. Steigung müsste irgendwas über 2 sein. Wenn ihr das hier einzeichnet, dann habt ihr 1 und ein bisschen mehr als 2 nach unten, also eine negative Steigung mit ein bisschen mehr als 2. Wir hatten netterweise eine Kontrolllösung gegeben, nämlich minus 9 Viertel x plus 5 halbe. Das heißt, mit den bisschen mehr als 2 liegen wir auch gar nicht so falsch. Der erste Schritt war, dass ihr die Steigung rausfindet. Dafür setzt ihr die x-Koordinate von eurem Punkt in die erste Ableitung ein, also hier f Strich von 3, da kommt dann minus 9 Viertel raus. Das hier habt ihr schon mal rausgefunden und ist richtig. Jetzt setzt ihr die Koordinaten des Punktes in t ein, also hier und hier. Minus 17 Viertel ist gleich minus 9 Viertel, das ist unsere Steigung, mal 3, das ist unsere x-Koordinate von p, plus b. So, jetzt lösen wir das auf und kriegen dann raus für b 5 halbe. Und das entspricht auch der Kontrolllösung. Also haben wir gezeigt, die Funktionsgleichung der Tangente ist gleich y gleich minus 9 Viertel x plus 5 halbe. Für die Aufgabe gab es 4 Punkte. Bei der zweiten Teilaufgabe solltet ihr die Koordinaten von q berechnen. Dafür gab es dann 3 Punkte. Ihr setzt also die Funktionsgleichung von f und die Funktionsgleichung von t gleich und kriegt dann mit Hilfe des GTR raus, x ist gleich 3, x1 ist ungefähr minus 7,35 und x2 ist gleich ungefähr 0,68. Wenn ihr euch das anschaut, q ist nicht bei irgendwo bei 7, q ist auch nicht bei 3. 7 wäre irgendwo hier. Q ist auch nicht bei 3, sondern Q ist hier, also zwischen 0 und 1. Das bedeutet also, unser Q wird bei 0,68 liegen als x-Wert. Dann setzen wir das ein und bekommen raus 0,97 für den y-Wert. Das heißt, unser Q hat die Koordinaten 0,68 ungefähr und 0,97 ungefähr. In der dritten Teilaufgabe solltet ihr ein Dreieck durch den Ursprung und die Schnittpunkte von t mit der x-Achse und der y-Achse herausfinden, beziehungsweise den Flächeninhalt davon berechnen. Flächeninhalt ist gleich 1/2 mal g mal h. Und ich habe das hier mal so eingezeichnet. Hier ist der Ursprung, da ist der Schnittpunkt mit der y-Achse und hier ist der Schnittpunkt mit der x-Achse. Den kennen wir, das ist unser b von der Tangente. Das heißt, dafür müssen wir noch nicht mal rechnen, das ist nämlich das 5 halbe. Damit haben wir auch gleichzeitig die Höhe, weil wir ein rechtwinkliges Dreieck haben. Ist das hier die Grundseite? Das ist die Höhe. Und wenn ich diesen Punkt hier rausbekomme, dann weiß ich auch, wie lang meine Grundseite ist. Um diesen Punkt rauszubekommen, muss ich t gleich 0 setzen. Also ich sage, 0 ist gleich minus 9 Viertel mal g plus 5 halbe.
Und wenn ich das auflöse, kommt raus, g ist gleich 10 Neuntel. Das heißt also, der Flächeninhalt meines Dreiecks ist gleich 1/2 mal 10 Neuntel mal 5 Halbe. Und daraus ergibt sich, wie gesagt, 25 Achtzehntel. Für diese Aufgabe gab es insgesamt 4 Punkte. Bei Aufgabe B, Teilaufgabe 1, solltet ihr rechnerisch alle lokalen Extremstellen bestimmen. Dafür habt ihr die notwendige Bedingung f' von x gleich 0. Das heißt, die Steigung ist in dem Punkt 0. Und das gilt für x gleich minus 9/2, x gleich 0 und x gleich 4. Bei x gleich 0 ist es klar. Und bei x gleich 4 kann man es auch sehen. X gleich minus 9/2 kann man nicht sehen. Das ist weiter nach links. Jetzt haben wir noch die hinreichende Bedingung. Hinreichende Bedingung sagt, dass ihr einen Hochpunkt habt, wenn die zweite Ableitung von x kleiner als 0 ist. Und einen Tiefpunkt habt ihr, wenn die zweite Ableitung von f größer als 0 ist. Dann bilden wir die zweite Ableitung. Funktioniert genau wie bei der ersten. Das heißt, ihr habt als Ableitung 3/10 x² plus 1/10 x minus 9/5. Und dann kommt raus, wenn ihr die Punkte einsetzt, minus 9/2, 153/40. Das heißt also, wir haben hier einen Tiefpunkt. F2 von 0 gleich minus 9/5. Das heißt, wir haben einen Hochpunkt. Zweite Ableitung von 4 ergibt 17/5. Das ist dann ein Tiefpunkt. Für die Aufgabe gab es insgesamt 8 Punkte. Bei der zweiten Teilaufgabe solltet ihr zeigen, dass ein lokaler Hochpunkt 0f8 kein Hochpunkt des Graphen f ist. Jetzt machen wir einfach den Beweis durch Widerspruch. Das ist ganz easy. Ihr geht also hin und sagt, okay, ich habe jetzt irgendeinen Punkt, zum Beispiel f6. Das ergibt 199/40. Und das ist größer als f8, was ja f von 0 ist. Und ich habe das hier auch nochmal aufgezeichnet. Hier ist also f von 0 bei 11/8. Wenn ihr höher werdet als hier, dann wird das immer ein Hochpunkt sein, und zwar höher als die 11/8. Quasi ein Beweis durch Widerspruch. Er geht davon aus, dass h ein Hochpunkt des Graphen ist und zeigt, dass es halt eben einen gibt, der doch höher ist. Und zwar ganz viele davon. Und jetzt, da wurde ich auch drauf angesprochen in den Kommentaren, war eine Aufgabe, die ein bisschen schwerer zu packen ist. Also ihr habt einen Definitionsbereich von x gleich minus 2 bis a. Also x gleich minus 2 wäre dann also hier und a ist irgendwo. Jetzt war ein Beispiel gegeben für den Punkt a gleich 5. Wenn ihr jetzt diese Grenze, den Definitionsbereich bei a gleich 5 ungefähr habt, dann ist der Punkt 11/8 ein lokaler Hochpunkt und der Hochpunkt des Graphen. Wenn ich das jetzt aber weiter verschiebe, dann kommt irgendwann der Punkt, wo f von a größer wird als 11/8. Das habe ich hier in der grünen Linie eingezeichnet. Das heißt also, im Prinzip nähere ich mich immer weiter hier den 11/8 an und hier an dem Punkt ungefähr, da bin ich dann dran und habe dann halt nicht mehr gegeben, dass der Punkt h, der also hier ist, gleich dem lokalen und absoluten Maximum ist. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Also nochmal, wenn ich eingebe f von x gleich 11/8, dann kommt raus x gleich 0, das ist klar, weil das haben wir ja schon herausgefunden. Dann x gleich ungefähr minus 6,34 und x gleich 5,68. Jetzt war in der Aufgabenstellung noch gegeben, dass a größer als 5 sein soll. Das bedeutet also, wir können x gleich 0 wegstreichen und wir können das x gleich minus 6,34 wegstreichen. Also bleibt uns noch ein x übrig. So, außerdem sollte a nur eine Nachkommastelle haben. Und der y-Wert sollte nicht größer als 11/8 sein. Ja, und dann geht man halt eben hin. Also ungefähr 5,68 bedeutet, ich gebe 5,6 ein. Wenn ich 5,6 in die Funktion eingebe, dann kommt raus 0,66. Und wenn ich 5,7 eingebe, dann kommt 1,61 raus. Aber 1,61 ist ja höher als 11/8. Das heißt also, das kann es nicht sein. Und da die Funktion ja hier steigt, muss ich mich dann für die 5,6 entscheiden. Ihr seht, hier ist dann der Punkt 5,68 und dann bei 5,7 ist der y-Wert halt eben höher und deshalb passt das nicht. Das war die erste Aufgabe von der ZKEF 2021 Hilfsmittelteil. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen, ein paar Fragen beantworten und
Ich wünsche dir viel Erfolg für die Prüfung. Danke, dass du reingeschaut hast. Bis zum nächsten Mal.